Aufbauspiele gibt es viele, aber das Alleinstellungsmerkmal des Spiels, das wir uns heute anschauen, ist, dass man sein Dorf auf dem Rücken einer riesigen Kreatur baut und sich damit durch die Landschaft bewegt, während man mit der Kreatur eine symbiotische Beziehung eingeht. Das Spiel heißt The Wandering Village und so sieht es aus. So, da sind wir im Spiel und werden von den Entwicklern des Spiels begrüßt. Das ist ein Schweizer Entwicklerstudio, Strayphone Studio. So sehen die Herrschaften aus. Das Spiel ist noch Early Access, wollen sie uns sagen. Das heißt, wenn Fehler auftreten, dann bitte nicht zu sehr aufregen. Wir machen mal ein neues Spiel. Wir zeigen heute mal das Tutorial. Und wir können uns unseren Onbu, quasi das Tier, auf dem wir, oder die Kreatur, auf dem wir leben, quasi auswählen. Ich nehme jetzt mal hier den Onbu. Es gibt scheinbar auch Indigon, aber mir gefällt der ein bisschen besser. Wir nennen den auch mal Onbu. Gehen wir auch weiter. Schwierigkeitsgrad Tutorial. Ich nenne den Schwierigkeitsgrad mal LP1 und. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Ja, das war unser Tier, unser Onbu sozusagen, den wir gefunden haben. Und da sind wir. Willkommen. Hallo Freund, ich bin der Dorfälteste und verantwortlich für die guten Leute hier. Wir, die Niomana, sind weit gereist und haben im Laufe der Jahre viele harte Zeiten überstehen müssen. Aber jetzt sind wir auf ein Onbu, ein legendäres Wesen, das schon vor Jahrhunderten als ausgestorben galt, gestoßen. Das muss Schicksal gewesen sein. Es hat wohl sehr lange hier im Boden geschlafen. Vielleicht ist es jetzt erwacht, weil das Gift immer tiefer in die Erde sickert. Das arme Ding scheint völlig erschöpft zu sein. Das hat sich wieder hingelegt und ist eingeschlafen. Ich habe mal gelesen, dass Onbu ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Ich frage mich, ob es hier draußen überleben kann. Sieht so aus, als müssten wir es von uns von nun an gegenseitig umeinander kümmern. Meine Erfahrung hat uns bisher hierher geführt, aber jetzt ist es an der Zeit, dass du meinen Platz übernimmst und unser Volk an einen besseren Ort führst. Um den Übergang zu erleichtern, könnte ich dir etwas von dem beibringen, was ich gelernt habe. Ich wäre dann dein Tutor, ein Tutorial sozusagen. Was sagst du? Ja, oh, machen wir. Gut, Notizbuch des Dorfältesten. Öffne das Notizbuch des Dorfältesten. Das finden wir dann, wo? Hier? Da. Ah, Spielziele. Versuche so lange wie möglich zu überleben. Ja, das, kriegen wir hoffentlich hin. Wir können die Kamera bewegen. Ja, ja, alles gut. Kann ich auch. Wir können das Spiel pausieren. Wir können das Spiel schneller machen. Wunderbar. Und jetzt können wir auch hier zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Das hier ist unsere Map, auf der wir bauen können. Da haben wir unsere Dorfbewohner. Und man sieht schon, wir sind hier auf einem Tierchen drauf. Und das können wir hier in der Übersicht uns anschauen. So sieht das dann aus. Vielleicht einmal hier als Gesamtüberblick. Und öffne die Weltkarte-Ansicht. Das ist die Weltkarte-Ansicht. Hier sieht man quasi den Weg, den unsere Kreatur zurücklegen wird. Und drumherum haben wir so verschiedene Spots auf der Karte. So zum Beispiel Wälder, Minen und so weiter. Die werden noch wichtig, wie wir noch sehen werden. Aber grundsätzlich sieht man hier erstmal den Pfad, den unser Onbu zurücklesen. So, jetzt gehen wir nochmal in die Onbu-Ansicht. Das haben wir auch erledigt. Bau mindestens 6 Zelte. Genau, unsere Dorfbewohner brauchen nämlich Unterschlupf. Und dazu brauchen die Zelte. Die baue ich mal hier auf den dunklen Untergrund. 5, 6. So. Jetzt rennen sie hier los, um die Zelte zu bauen. Das finde ich gut. Und grundsätzlich, wenn man mal schaut, wir haben hier Bereiche mit Gras bewachsen. Wir haben hier Bereiche, die nicht mit Gras bewachsen sind. Wir haben Bäume. Wir haben solche Stämme. Wir haben Onbu-Stacheln, wir haben Bärenbüsche und wir haben ab und zu auch mal so Steine rumliegen. Genau, und jetzt werden hier die Häuser gebaut. Wir können jetzt auch hier mal einmal in die Nahansicht gehen. Das Spiel hat einen sehr eigensinnigen Grafikstil, das meine ich nicht negativ, also es ist sehr malerisch. Und die Dorfbewohner sind aber so 2D-Sprites, ne? Wenn ihr mal schaut, die sind in 2D, die sind also nicht dreidimensional, was so einen ganz eigenwilligen Grafikstil hat. Aber mir gefällt es ganz gut. So, jetzt machen wir das Interface wieder an.
Sammle mindestens 10 Holz, baue mindestens 8 Zelte. Okay, Holz sammeln können wir hier mit diesem Tool. Da können wir nämlich quasi den Dorfbewohnern sagen, wo sie was abholzen sollen. Ich mache auch mal ein paar Steine dazu. Und dann sollen wir noch 2 Zelte mehr bauen. Ich setze da einfach nochmal zack, zack, 2 daneben. Da fehlen uns jetzt hier die Rohstoffe. Das sagt die rote Fahne hier. Die rote Fahne sagt, nicht genügend Ressourcen verfügbar. Und deshalb müssen wir jetzt erstmal anfangen und Ressourcen sammeln, während es gerade Nacht wird. So, hier unten links haben wir dann übrigens unsere Meldung, so was quasi gerade passiert. Und jetzt sind wir bei Tag 1. Unser Onbu schläft immer noch. So, ich mache mal ein bisschen schneller, während das hier gesammelt wird. Zack, Aufgabe erledigt. So, jetzt sollen wir einen Bärensammler platzieren, der dann quasi für uns Bären sammelt. Und den setzen wir mal hier hin, so dass möglichst viele Bären drin sind. Priorisiere eine Aufgabe. Kann man, genau, wenn man es anklickt. Ähnlich wie man es zum Beispiel auch früher aus Siedler kennt. Wir haben hier verschiedene Prioritätsstufen. Ich nehme mal die höchste, dann wird das quasi vorrangig gebaut. Macht jetzt nicht so viel Sinn gerade, weil das das einzige Gebäude ist, was wir bauen aktuell. Aber wenn ihr mal schaut, wir sollen jetzt als nächstes einen Bauernhof bauen. Und den Bauernhof kann man, wie das Spiel mir gerade sagt, hier könnt ihr schauen, nicht auf diesem unbewachsenen Gebiet machen. Den können wir nur auf Gras setzen. Machen wir das doch mal. Ich hoffe, die räumen das Holz dann da weg. So, und da haben wir unseren Bauernhof und unseren Bärensammler fertig. Der braucht jetzt aber noch Arbeitskräfte. Und zwar müssen wir dem erstmal hier Felder zuweisen. Das machen wir mal so. Mal vielleicht so, so kreisförmig ein bisschen. So. Und jetzt sollen wir dem noch einen Arbeiter mehr geben. Das machen wir einfach hier. Zack, jetzt hat er einen dritten Arbeiter. Und jetzt ist Tag 2 angefangen. So, jetzt sollen wir Luftbrunnen bauen. Luftbrunnen sammeln Wasser, wie mir das Spiel sagt. Das ist gut. Die Luftbrunnen setzen wir vielleicht einfach mal hier unter den Bärensammler. 2 Stück sollen wir sogar bauen, steht da. Machen wir auch. Dem fehlt jetzt hier Holz und Stein. Ja, wir haben noch ein paar Sachen zum Abholzen da. Das heißt, Ressourcen müssten eigentlich reinkommen. Während jetzt hier es Tag geworden ist, wacht unser Onbu gerade auf. Mal schauen hier, der ist jetzt hier auf den Beinen und fängt an loszulaufen. Das heißt, jetzt sind wir tatsächlich ein Wandering Village. Das ist ganz cool, das können wir nämlich hier unser Dörfchen sehen. Da haben wir schon unsere Farm, unsere Bärensammler, unsere Zelte. So vielleicht mal, kann man es ein bisschen besser erkennen. Das heißt, unser kleines Dörfchen, was wir gebaut haben, fängt jetzt tatsächlich an, durch die Gegend zu wandern. Das ist eigentlich ein sehr cooles Feature. Wenn wir jetzt hier mal auf die Weltkarte gehen, dann fängt er jetzt an, diesen Weg zurückzulegen. Und unterwegs werden wir immer mal wieder auch bestimmte Sachen treffen. Sehr cool. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen immer noch Luftbrunnen bauen. Es fehlt scheinbar noch an Stein. Dann geben wir denen doch mal Stein. Zack, bisschen Stein abbauen. Hier oben gerne auch. Luftbrunnen sind fertig und jetzt wollen die, dass wir bestimmte Ressourcenlagergebäude haben. Wir sollen einen Wassertank, ein Silo und ein Materiallager bauen. Das klingt doch ganz gut. Und zwar fangen wir mal an mit dem Materiallager. Vielleicht bauen wir das einfach irgendwo hier in die Mitte. Ne, bauen wir die mal alle hier hin. So. Da Materiallager. Wassertank baue ich mal hier direkt daneben. Und Silo baue ich mal hier drunter. Dann können wir es nämlich hier neben der Farm quasi benutzen. So, jetzt hat es angefangen zu regnen. Wir sollen das hier über den Statuseffekt. Leichter Regen, alles klar. Habe ich verstanden, es regnet. Das erhöht die Luftfeuchtigkeit und dann sammeln die Dinger hier mehr Wasser, so wie ich das verstanden habe. Ne? Die sammeln je nachdem, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, schneller oder langsamer Wasser. Und in Wüsten wohl scheinbar gar nicht.
Mir scheint, die Gebäude sind fertig. Ja, ist fertig. So, und jetzt sollen wir ein Forschungsgebäude bauen. Das heißt, jetzt kommen weitere Gebäude dazu. Forschungsgebäude finden wir da. Wo setzen wir das denn mal hin? Vielleicht einfach mal hier in der Mitte hin. So, und dann sollen wir Forschungsziel Küche auswählen. So, da ist das Forschungsgebäude fertig und jetzt können wir hier nämlich eine Forschung auswählen. Wir sollen Küche machen, geschätzte Forschungszeit 2 Tage. Machen wir das doch mal. Und jetzt sollen wir einen Arbeiterposten bauen. Den setzen wir mal einfach daneben, würde ich sagen. Und dann sollen wir 2 Arbeiter als Transporter einstellen. So, wie macht man das jetzt mit dem? Genau, 2 als Transporter muss man hier auswählen. Zack. Und jetzt kommen da scheinbar die potenziellen Arbeiter hin. Genau, jetzt haben wir 2. Da Transporter nur Ressourcen transportieren und nicht bauen oder ernten, ist es wahrscheinlich am besten, diesen Arbeitsposten fürs Erste auf Alleskönner zu setzen. Okay, wir sollen also noch einen mehr und dann wieder auf Generalist. Das heißt, wir haben jetzt 3 Generalisten. Das scheinen so quasi die Alleskönner zu sein. Erledigt. So, jetzt können wir die Wege anlegen. Ich wollte einmal hier schauen. Ah ja. Wir kommen nämlich jetzt auf unserem Weg bald Nomaden. Da müssen wir gucken, dass wir die nicht verpassen. Die kann man nämlich ins Dorf aufnehmen, aber es scheint noch einen Moment zu dauern. Jetzt können wir währenddessen einfach mal ein paar Wege bauen. Machen wir mal hier so. Da einen Weg. Und jetzt habe ich das leider nicht ganz so gut angelegt. Machen wir mal so. Und hier auch so. Hoffentlich wird das denn irgendwann ein bisschen, ja, besser. Ich achte da mal mehr drauf, dass ich da ein bisschen gerader die Wege ziehe. Ich bin jemand, der gerne in Rechtecken baut. So ganz klassisch wie bei Anno oder so. Aber gut, fürs Erste haben wir jetzt Trampelpfade angelegt. So, du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Wo genau müssen wir das jetzt machen? Ah, hier. So, Nomaden, du bist auf eine kleine Gruppe von Nomaden gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen? Natürlich! Bestätigen. 2 gesunde Menschen traten deinem Dorf bei. Ja, wunderbar. 2 neue Leute, die für uns arbeiten können, sozusagen. So, und ansonsten sollen wir immer noch hier Trampelfahrtsegmente bauen. Die sind fleißig dabei. Ja, mal zwischendurch einmal schauen. Ah ja, da kommt jetzt bald quasi eine Kreuzung. Das heißt, da gibt es 2 Wege, wie man laufen kann. So, und ab und zu mal hier auf unser Ombu schauen. Hier wächst und gedeiht unser Dörfchen auf seinem Rücken. Wunderschön das alles. Während wir hier noch auf die Trampelpfade warten. Als nächstes sollen wir dann einen Zimmermann und einen Steinmetz bauen, die dann bestimmte Sachen herstellen können. Okay. Ja, vielleicht machen wir das mal. Frage ist, wo bauen wir die hin? Gute Frage. Ich würde mal sagen, da vielleicht hier Zimmermann. Da können wir den schon mal nicht hinbauen, aber da und den Steinmetz können wir da auch nicht hinbauen. Das ist jetzt aber ärgerlich. Das hatte ich mir so nicht gedacht. Bauen wir den halt hier hin. Mein Gott. Haben halt diese Dinger hier noch überstehen, die wir irgendwie, glaube ich, noch nicht loswerden können. Ah, doch, können wir. Kann geerntet werden, aber reduziert Onbus Vertrauen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Der soll uns bitte vertrauen, der Onbu. Okay,
Jetzt sind hier beide Gebäude fertig. So, jetzt sollen wir darauf warten, dass die Forschung der Küche abgeschlossen ist. Das ist sofort soweit. Und dann sollen wir als nächstes nämlich eine solche Küche bauen. Zwischenzeit können wir vielleicht nochmal wieder ein bisschen hier Ressourcen ernten. Das, was geht. Ich habe das Gefühl, Stein wird langsam ein bisschen knapp, aber mal schauen. So. Tada! Dorfarzt oder Kundschafter? Wir nehmen mal den Dorfarzt. So, und dann sollen wir eine Küche bauen. Hier gibt es die Küche. Setzen wir die mal dahin. Und dazu brauchen wir Holzbretter und Steinplatte. Die produzieren scheinbar diese Herrschaften hier. Das heißt, auch darauf müssen wir jetzt warten. Können ja mal spaßeshalber jeweils eine Person mehr zuweisen. Vielleicht geht es dann schneller. Jetzt steht hier unten gerade Onbu musste mal. Kann man das sehen? Hab ich leider verpasst scheinbar. Oder hat er irgendwo hier... Oh, das ist jetzt ja hier abgebogen scheinbar. Oh, Onbu scheint sich unsicher zu sein, welchen Weg es an der nächsten Kreuzung einschlagen soll. Ist scheinbar hier nach da abgebogen, aber gut, dann ist das so. Da werden wir auf jeden Fall mit leben. So, was macht unsere Küche? Oh, das braucht noch ganz viel von allem. Das dauert scheinbar noch. Na gut. Während wir noch warten, können wir ja einfach mal hier so ein bisschen schauen, was in unserem Dorf passiert. Wie gesagt, die Dorfbewohner sind zweidimensional sozusagen. Wir haben aber Schattenwurf. Also die Optik ist, wie gesagt, ungewöhnlich, aber ich finde es eigentlich sehr cool. Also hier auch mit diesen verschiedenen Ebenen. Wenn ihr so durchschaut, man hat im Hintergrund die Landschaft, durch die unser Onbu wandert. Gebäude sind sehr detailliert. Ich finde das eigentlich grafisch sehr gelungen. Wenn es natürlich auch keine Unity oder irgendwas Unreal Engine 5 ist oder so, aber es gefällt mir sehr gut. Es hat einen sehr hübschen Grafikstil. Ich denke mal, die meisten Aufbauspieler wollen auch keine super krasse Mega 3D-Grafik. Die wollen eher was Atmosphärisches. Und das hat das Spiel hier auf jeden Fall. Es ist sehr atmosphärisch. Es passt zu diesem Setting. Grafik gefällt mir gut. So, was macht es hier? Wir brauchen immer noch 4 Steinplatten. So, Forschung fertig. Nehmen wir doch mal hier die Kundschafterhütte als nächstes. Ich lasse die Zeit gerade voranlaufen, aber es dauert immer noch. Oh je. Aber unser Onbu hat sich gerade schlafen gelegt. Wenn wir mal schauen. So sieht das Ganze aus. Das heißt, der ermüdet auch. Und jetzt liegt er hier mitten in der Landschaft. Wir sind zwischendurch auch in ein neues Biom gelangt. Wenn man mal schaut, ne? Der ist hier abgebogen. Jetzt ist hier ein neues Biom. Das ist so ein bisschen dschungelartiger. Und hier liegen wir jetzt und schlafen. Das ist auch ganz cool. Aber was macht denn hier meine Küche? Haben wir es denn bald mal? Ah ja, jetzt wird gebaut. Sehr schön. Also, warten wir mal eben. So, jetzt ist unsere Küche fertig. Jetzt sollen wir noch ein paar andere Sachen bauen. Wir sollen jetzt einen Dorfarzt bauen und Kräutergärter bauen. Okay, das heißt, Dorfarzt, oh Gott, ist der groß. Wo packen wir denn den mal hin? Hier dazwischen? Warum nicht? Und ein Kräutergärtner, okay, den können wir wieder nur auf solchem Gebiet hier bauen. Machen wir den mal dahin. Da können wir vielleicht auch direkt schon mal ein paar Wege dahin anlegen. Das heißt hier, der Baum da muss weg, der wird abgeholzt. Alles klar. Okay, wir haben wieder eine Forschung, ein Hornbläser benötigt, um Onbu Befehle zu geben. Ob es diesem folgt, hängt von seinem Vertrauen ab. Erlaubt dir auf der Weltkarte auf Kreuzung zu klicken, um zu entscheiden, wohin du gehen willst. Das klingt gut. Kaktusanbau, lerne, wie man Kakteen pflanzt und ernte. Kakteen sind eine alternative Wasserquelle. Okay, Wasserproblem haben wir aktuell noch nicht. Ich nehme mal den Hornbläser. So, wir warten noch hier auf unseren Kräutergärtner.
Wahrscheinlich ist unser Onbu wieder aufgewacht und das Spiel sagt gerade, es gibt hier Nahrung. Das heißt hier, mal ausmachen, unser Onbu fängt jetzt an, hier Pilze zu futtern da. Der grast jetzt hier die Pilze ab, das sieht ja cool aus. Hier sieht man nämlich Hunger, der hatte so ein Viertel Hunger, geht jetzt runter, ist perfekt. So, jetzt ist hier scheinbar auch, genau, der Kräutergärtner fertig, der braucht natürlich wieder Felder, das kennen wir ja schon. Da oben auch noch welche hin, so. Und wir sollen den Dorfarzt erstmal deaktivieren, den brauchen wir scheinbar jetzt noch nicht. Wofür wir den brauchen, ja, werden wir hoffentlich noch erfahren. Gut, was sollen wir als nächstes? Kundschafterhütte. Baue eine Kundschafterhütte. So, Kundschafterhütte. Können wir auch nicht überall bauen. Können wir nur am Rand bauen. Alles klar, machen wir das doch mal. Vielleicht dahin. Dann bauen wir doch auch direkt mal einen Weg dahin. Von Bugit. Kundschafterhütte ist im Bau. Kundschafterhütte braucht wieder Holzbrett und Steinplatte, wird also wieder dauern, kann ich schon mal sagen. Jetzt haben wir noch eine Zwischenquest hier bekommen. Wir sollen einen Hornbläser bauen. Das war das, womit wir dem Anweisung geben können. Den Hornbläser können wir jetzt auch wieder nicht... Ah, okay, den Hornbläser können wir nur hier vorne bauen. Ach stimmt, der muss in der Nähe vom Kopf gebaut werden. Wahrscheinlich damit er das auch hört, der Gute. Dann bauen wir hier mal den Hornbläser hin. Sehr schön. So, legen wir da auch mal einen Weg hin an. Halb so wild. Und wir bauen hier noch die Kundschafterhütte. Darauf müssen wir gerade mal warten.